Willkommen bei Nachtfuchs, deinen gruseligen Hörspielen zum Einschlafen, Zocken oder Chillen. Alle Geschichten hörst du in noch besserer Qualität und ohne Werbung auf Spotify, Amazon Music oder Apple Music. Klick auf den ersten Link in der Beschreibung und folge meiner Playlist. Und es geht los. Ich kann nicht unbedingt von mir sagen, dass ich einen grünen Daumen habe. Ich meine, als Zimmerpflanze hatte ich einen Kaktus, weil alles andere immer einging. Dennoch, als ich in der Zeitung las, dass eine abgelegene Villa nördlich von Los Angeles jemand fürs Rasenmähen und Heckenschneiden suchte und dafür ganze $25 die Stunde zahlte, rief ich sofort bei der angegebenen Nummer an. Ein Butler namens Paul ging an den Apparat. Komm heute Nachmittag vorbei, dann sehen wir weiter, sagte er kurz und knapp und gab mir die Adresse. Ich fuhr mit meinem Motorroller in die bergige Gegend, wo fast nur Villen standen, die allerdings sehr weit auseinanderlagen, mit riesigen Grundstücken. Hier oben bevorzugte man anscheinend die Privatsphäre. Butler Paul hätte auch ein Mitarbeiter der Queen sein können. Er lief kerzengerade und dirigierte die anderen Hausangestellten. Als er mich sah, kam er zu mir und gab mir einen ziemlich festen und unangenehm langen Händedruck, der sich merkwürdig anfühlte, weil er so sensible Plastikhandschuhe trug. Wem gehört denn diese fette Villa? Das hat dich nichts anzugehen, Junge. Du bist nur die Zwischenlösung, bis wir einen neuen Gärtner haben. Der Butler schien nicht besonders gesellig zu sein. Was ist denn mit dem Alten passiert, wollte ich wissen. Du bist mir zu neugierig, Bursche. Der alte Gärtner hatte einen Unfall. Ein großes Unglück. Naja, jetzt zack zack an die Arbeit. Im Gartenhaus findest du Rasenmäher. In 2 Stunden komme ich wieder und will die ganze Wiese fertig sehen. Klar, Boss, sagte ich halb sarkastisch. Noch eine Sache, nur den Vorgarten. Der Garten hinter dem Haus und erst recht der Weiher ist absolutes Tabu für dich. Wenn ich dich dort sehe, bist du gefeuert. Was ist denn mit dem Weiher? Da schwimmen gefährliche Fische drin. Und jetzt los. Die Arbeit war anstrengend, aber alles, an das ich dachte, waren die $25. Würde ich mir ein PlayStation-Spiel kaufen oder doch davon meine Freundin zum Essen einladen? Gute Arbeit. Ich erschrak, als Paul auf einmal neben mir stand. Der Butler nickte zufrieden. Das reicht für heute. Du kriegst einen Spind im Gärtnerhaus. Hier ist der Schlüssel. Da kannst du dann deine Sachen ablegen. Morgen um dieselbe Uhrzeit erwarte ich dich wieder. Ich warf meine Schürze in den Spind und dann machte ich einen Abflug. Ich traf mich abends in einer kleinen Bar in Santa Monica mit meinem Kumpel Joe. Ich erzählte ihm von dem geheimnisvollen Haus und dem komischen Butler. Nachdem Joe mir genau zugehört hatte, blitzten seine Augen auf. Bro, wir wollen doch mal wieder ein Abenteuer erleben. Lass uns heute Abend zu diesem Teich. Und dann werden wir von Piranhas gefressen, oder was? Erwiderte ich müde. Sei nicht doof, sagte Joe. Das war doch glatt gelogen. Die verstecken darin etwas. Vielleicht Gold. Man hörte doch, dass die reichen Leute der Bank nicht mehr vertrauen. Ich hole meine Taucherausrüstung und dann schauen wir nach. Ich hätte mich nicht auf Joe einlassen sollen, aber er hatte mich überredet. Wegen dieses Gefühl, vielleicht das ganz große Geld zu machen, ließ ich mich zu dem Plan hinreißen. Wir fuhren mit dem Pickup von Joe so nah ans Grundstück, wie es nur ging. Dann schlichen wir in die Richtung des Gartenhauses. Ich hatte heute Mittag gesehen, dass man dort die Alarmanlage deaktivieren konnte. Ich geh rein, bleib du hier, sagte ich zu Joe und schlich mich an das Gebäude heran. Die Tür war komischerweise nicht verschlossen, doch bevor ich sie öffnete, erkannte ich von innen einen Lichtstrahl. Jemand war drin. Aber warum um die Uhrzeit? Ich blickte durch das Schlüsselloch und erkannte Butler Paul, wie er irgendwas an meinem Spind machte. Aber was? Das Licht war zu schwach. Dann verlas er das Gartenhaus und stapfte in Richtung Villa. Was sagst du? Joe glaubte mir kein Wort. Wir können nicht zu dem Teich, der hat irgendwas in meinem Spind gemacht. In dieser Sekunde richtete sich ein großes Licht auf uns. Hände hoch, State Police! Butler Paul und 2 Polizisten. Ich sage Ihnen, Sheriff, dieser Junge hier, ich habe ihn heute eingestellt und jetzt will er uns schon beklauen. Sie sollten in seinem Spind nachsehen. Was? Er lügt, ich habe ihn beobachtet, wie er... Ich konnte den Satz nicht zu Ende führen, da unterbrach mich einer der beiden Polizisten. Öffne den Spind. Aber... Sonst machen wir das. Langsam öffnete ich die Spindtür und zu meiner Überraschung war darin ein blutverschmiertes Messer. Die Beamten legten mir und Joe sofort Handschellen an. Auf der Wache erzählten sie mir, dass im Teich eine Leiche gefunden wurde. Und jetzt haltet euch fest, die des alten Gärtners. Deswegen durfte ich nicht zum Teich. Mir wurde einiges klar. Die Theorie der Polizei war, ich wollte in das Haus einbrechen und hätte den alten Gärtner getötet, um die Stelle anzunehmen und dann ungesehen den Besitz zu beklauen. Der größte Schwachsinn, oder? Ich erzählte meine Geschichte wieder und wieder, aber niemand im gesamten Police Department glaubte mir. Erst recht nicht, dass auf einmal meine Fingerabdrücke auf der Waffe gefunden wurden. Die Handschuhe, der lange Händedruck, dieser Butler Paul hatte mich gehörig reingelegt. Ich würde mein Leben lang ins Gefängnis wandern und das nur, weil ich an dieses schnelle Geld heran wollte. Alles schmerzt. Ich habe das Gefühl, dass ich von einem LKW überfahren wurde. Als ich meine Augen aufschlage, blicke ich auf eine kalte, weiße Decke. Müde stöhne ich auf.
Schatz, wie fühlst du dich? Ertönt die vertraute Stimme meiner Mutter. Ich gebe einen unerklärlichen Ton von mir und räuspere mich. Sofort wird mir von der linken Seite ein Becher Wasser gereicht und ich blicke dankend hoch zu meinem Vater. Ich fühle mich echt gerädert, antworte ich schließlich und verziehe das Gesicht, als ich mich aufrecht hinsetzen möchte. Mama hilft mir mit ein paar Kissen eine schmerzfreie Position zu finden. Schon im nächsten Moment geht die Tür auf und Dr. Siegfried kommt hereinspaziert. »Na, wie fühlst du dich, Jasmin?«, fragt er mich mit einem warmen Lächeln. »Sehr schlapp und ich habe richtige Gliederschmerzen. Ist das normal?« »Nach so einer schweren Operation ist das ganz normal, dass sie sich müde fühlen. Ihr Körper muss sich ja erstmal an das neue Herz gewöhnen.« »Wie fühlt es sich an?« »Es schlägt zumindest. Also ist es schon mal was Gutes«, antworte ich ihm und er lacht auf. Er teilt mir mit, dass ich in ein paar Tagen schon nach Hause kann und die Operation problemlos verlaufen wird. Erleichtert seufzen meine Eltern auf. Mit 4 Jahren wurde ich mit einem Herzfehler diagnostiziert. Ich hätte eigentlich schon vor 3 Jahren ein neues Herz bekommen müssen. Doch es gab nie eines, welches mir gepasst hatte. Vor einem halben Jahr fing mein Herz plötzlich an zu versagen. Es stand schon extrem schlecht um mich. Doch wie aus dem Nichts geschah ein Wunder. Ich bekam ein Herz. Es sind nun 2 Wochen seit meiner OP vergangen und ich fühle mich wie ein neuer Mensch. »Seit wann magst du denn Blumenkohl?«, fragt mich Mama, als ich mir eines Nachmittags eine große Portion vom gedünsteten Gemüse auf den Teller legte. »Was meinst du?«, fragte ich verwirrt. »Du hast doch Blumenkohl, das weiß doch jeder«, antwortete Jim, mein kleiner Bruder. »Ach ja, vielleicht hat sich mein Geschmack ja geändert«, gebe ich zurück. Doch tatsächlich fallen mir im Laufe der nächsten Woche immer mehr und mehr Dinge auf. Tatsächlich hasse ich Blumenkohl wie die Pest, doch jetzt kann ich davon nicht genug kriegen. Ich stehe plötzlich total auf Jazz und ich gehe liebend gern schwimmen, obwohl Wasser nie wirklich mein Element gewesen ist. Auch interessiere ich mich plötzlich für Kunst und Ballett. Sagt mal, wisst ihr, wem das Herz vorher gehört hat? Fragte ich meine Eltern. Nein, warum? Fragt Mama mich mit hochgezogener Augenbraue. Nur so, murmelte ich und wechselte schnell das Thema, damit sie nicht beunruhigt ist. Ein paar Tage später sitze ich mit meinen besten Freunden Layla und Thea in einem Café. Die beiden sind gerade dabei, mir die neuesten Schulgossips zu erzählen, welche ich während meines Krankenhausaufenthaltes verpasst habe, als mein Blick auf einen Mann, der empathisch weitersitzt, fällt. Mein Herz zieht sich zusammen. Mit einem plötzlichen Ruck hebt der Mann den Kopf und schaut mir direkt in die Augen. Ich bin wie erstarrt und ich kann nicht wegsehen. Ich habe das Gefühl, dass seine eisblauen Augen tief in meine Seele sehen können und mein Herz rast wie verrückt. Erdan, Jasmin! Ich spüre Theas Hand an meiner und erwache aus meinem Koma. Sorry, hab nur gerade jemanden gesehen, der mir sehr vertraut vorkommt. Wer denn? Ich zeige auf den Mann, der gerade dabei ist zu bezahlen und gleich an unseren Tisch vorbeigeht. Er sieht traurig aus, müde, als ob er seit Tagen nicht mehr geschlafen hätte. Als er an uns vorbeigeht, treffen sich unsere Blicke wieder und ein warmes Gefühl breitet sich in meiner Brust aus. Ich kann es mir nicht erklären, aber ich muss ihn wiedersehen. Jeden Tag gehe ich ins Café und halte Ausschau nach ihm. Er ist jeden Tag um 14 Uhr da. Immer wieder treffen sich unsere Blicke und immer wieder breitet sich ein wohliges Gefühl in meiner Brust aus. An einem sonnigen Donnerstag steht er plötzlich vor meinem Tisch. Darf ich mich hinsetzen? Fragt er mich. Und bevor ich antworten kann, schiebt er mir eine Tasse Kaffee rüber. Kennen wir uns? Fragt ich prompt und laufe etwas rot an. Nein, aber ich habe das Gefühl, dass wir uns schon seit Ewigkeiten kennen. Wir unterhielten uns noch ein bisschen. Ich erfahre, dass er John heißt und in einer Tech-Firma arbeitet und dass wir absolut nichts gemeinsam haben. Mir wird etwas warm und ich ziehe meinen Pullover aus. Ich trage ein leichtes Baumwoll-T-Shirt und merke, wie sein Blick auf meine große Brustnarbe fällt. Ich hatte eine Herzoperation, antwortete ich prompt. Sein Gesichtsausdruck verfinstert sich. Ruckartig steht er auf und verlässt das Café. Verwirrt bleibe ich sitzen. Habe ich etwas Falsches gesagt? Tage und Wochen vergehen, doch John lässt sich nicht mehr im Café blicken. Ich habe mich damit abgefunden, dass er nicht mehr kommen wird. Eines Nachts wache ich wie aus dem Nichts auf. Ich habe das Gefühl, beobachtet zu werden. Ich mache meine Lampe an und schreie auf. Auf dem Boden sitzen gefesselt meine Eltern und mein kleiner Bruder. Ihre Münder sind zugeklebt und ich kann die panische Angst in ihren Augen erkennen.
Ich will zu ihnen gehen, doch plötzlich spüre ich an meiner Schläfe etwas Kaltes. Langsam drehe ich mich zur Seite und stelle zu meinem Entsetzen fest, dass John eine Waffe an meinen Kopf hält. Bitte nein, warum? Sind die einzigen Worte, die ich rausbekomme, und dicke Tränen laufen über mein Gesicht. Du hast es. Du hast ihr Herz, antwortet er mir kalt. Wessen Herz? Das meiner Frau, Elena. Verwirrt blicke ich ihn an. Schon im nächsten Moment reißt er das Klebeband vom Mund meines Vaters. Sag du es ihr. Sag ihr, was du getan hast. Ich habe alles herausgefunden. Du hast meine Frau genommen, schreit der Papa an und kickt ihn in den Bauch. Ich schreie und will, dass er aufhört, doch John verpasst ihn noch einen Tritt. Bitte hör auf, Papa, wovon redet er? Ich hatte keine andere Wahl. Du wärst gestorben, wenn wir nichts getan hätten, sagt er schwer atmend. Was hast du getan? Gebe ich angsterfüllt zurück. Das werde ich dir sagen, sagte John zu mir. Er hat meine Frau umbringen lassen, damit du ihr Herz bekommst. Und dafür werdet ihr jetzt büßen müssen, schreit er auf. Und ich muss mit ansehen, wie zuerst meinem Bruder und meine Eltern eine Kugel in den Kopf jagt. Hysterisch schreie ich auf und versuche wegzurennen. Bitte nein! Doch ich weiß, dass es zu spät ist. In meinem letzten Augenblick sehe ich die beiden, wie sie glücklich miteinander am Tisch sitzen. Es ist ihre Erinnerung. Ich höre das Klicken der Waffe und schließe die Augen. Leute, ratet mal, wer mir gerade geschrieben hat. Michelle, bitte sag jetzt nicht Dominik, erhoffte sich Lea. Doch sie erkannte genau an meinem Blick, dass es stimmte. Jupp, mein guter alter Ex meldet sich zurück, Freunde, sagte ich. Nicht sein Ernst, dass der sich noch traut, ruft Kim. Und, was hat er geschrieben? Fragte Lea. Moment, ich klick mal auf die Nachricht. Hey du, ich weiß, ich sollte mich nicht melden, aber ich wollte mich nochmal dafür entschuldigen, was passiert ist. Dass ich großen Mist gebaut habe, ist mir klar. Und du hast das nicht verdient. Ich würde mich freuen, wenn wir bei einem Café nochmal über alles reden können. Puh, ich muss mich jetzt echt zusammenreißen, nicht auszuflippen. Was fällt ihm ein, nochmal so bei dir anzukommen? Das ist doch alles nur eine Masche, ärgert sich Kim. Innerlich wusste ich allerdings nicht, was ich von der Nachricht halten soll. Ja, du hast recht. So oft wie er mich betrogen hat, er hat keine zweite Chance mehr verdient. Ich habe auch keine Lust, ihm zu antworten. Lass uns einfach den Mädelstag genießen und die Jungs vergessen, antwortete ich. Den ganzen Tag über ging mir Dominiks Nachricht nicht aus dem Kopf. Ein bisschen neugierig war ich ja schon. Zu Hause angekommen, entschied ich mich, ihm zu antworten. Hey, von mir aus können wir uns treffen. Morgen Nachmittag? Antwortete ich, ganz trocken und distanziert. Er soll nicht denken, dass ich darauf gewartet habe oder sowas. Sofort las er meine Nachricht und stimmte dem Treffen zu. Ich konnte gar nicht glauben, dass ich mich wirklich darauf einließ. Ich lief also zum Café, dort wo Dominik bereits auf mich wartete. Er war besonders nett zu mir, fast schon zu nett. Das machte mich ein wenig stutzig. Er betonte, dass er es bereue, was er tat, und dass er sich wünschen würde, dass wir wieder in Kontakt kommen. Ziemlich wagemutig, was er da von mir verlangte. Als wir noch eine Weile weiter im Café redeten, entschloss ich mich letztendlich aber dazu, ihm nochmal in mein Leben zu lassen. Ob das die richtige Entscheidung war? Naja, jedenfalls bot er mir an, noch mit ihm mitzukommen. Und ich sagte ja. Ich verbrachte sogar die Nacht dort. Als ich mich morgens in seinem Badezimmer frisch machte, kamen mir wieder die Gedanken, wieso ich mich auf ihn eingelassen hatte. Aber ich musste zugeben, dass er sich richtig Mühe gab, sein altes Bild, was ich von ihm hatte, zu überschreiben. Nun verabschiedeten wir uns und ich machte mich auf die Arbeit, bis ich dann nach einem langen Tag erschöpft ins Bett fiel. Am nächsten Morgen, als ich gerade wieder zur Arbeit fahren wollte, verschlug es mir die Sprache. Denn meine Windschutzscheibe war komplett vollgesprüht. Welcher Idiot hat sich so einen dummen Streich erlaubt? Grummelte ich verärgert vor mich hin, als ich näher an mein Auto ranging. Ich wollte prüfen, ob die Farbe abwaschbar ist, während ich realisierte, dass dort etwas geschrieben stand. Nun ja, diese fiesen Beleidigungen lese ich euch lieber nicht vor. Wer war das? Ich machte direkt ein Foto davon als Beweismittel und hatte gleichzeitig eine Vermutung, wer das gewesen sein könnte. In meiner Straße wohnte ein Teenagerjunge, der bereits in der Nachbarschaft dafür bekannt war, dass er gerne Mist baut und auch gerne den ein oder anderen Streich spielte. Es konnte also nur er gewesen sein. Ich ging sofort dort klingeln. Ja, bitte? Der Vater des Jungen öffnete die Tür. War das Ihr Sohn? Ich zeigte ihm das Foto meines Wagens. Oh je, das sieht unschön aus. Tut mir leid, aber mein Sohn kann es nicht gewesen sein. Er ist schon die ganze Woche auf Klassenfahrt mit der Schule, antwortete er. Ich natürlich frustriert bedankte mich trotzdem. Den ganzen Tag über grübelte und grübelte ich. Doch ich hatte keinen Schimmer, wer mir so etwas antun wollte. Dominik meldet sich währenddessen ein paar Mal bei mir. Er wollte mich sehen. Aber nach diesem Morgen hatte ich dementsprechend wenig Lust drauf. Meine Laune war im Keller und ich wollte einfach nur nach Hause und mein Auto waschen. Als ich gerade meine Einfahrt hochlief, erkannte ich, dass ein Briefumschlag vor meiner Haustür lag.
Kein Absender. Ich lief in meine Wohnung und öffnete den Umschlag. Ein Brief war drin. Ich faltete ihn auf und las. Ich weiß, wo du wohnst und ich werde mich dafür rächen, was du mir angetan hast. Du weißt nicht wann, du weißt nicht wo. Ich werde dir das zurückgeben, was du verdienst. Boah, das musste ich erstmal kurz sacken lassen. Aber jetzt wusste ich, dass das kein Spaß mehr war und jemand hatte es tatsächlich auf mich abgesehen. Ich hatte keine Erklärung dafür und auch keine Idee, wer das sein könnte. Denn ich konnte mich nicht erinnern, mit jemandem im Streit auseinandergegangen zu sein. Aber Moment mal, der einzige Mensch, mit dem ich zuletzt aneinandergegangen bin, war Dominik, als wir uns trennten. Und zufälligerweise passieren mir all die Dinge genau an einem Tag, nachdem er wieder in meinem Leben war. Zufall? Ich schwöre, dass ich Dominik so fertig mache, wenn er wirklich dahinter steckt. Diese nette Ex, der sich geändert hat, Tour, kann er sich sonst wohin stecken? Ich habe ihn durchschaut. Sofort greife ich zu meinem Handy und schicke ihm ein Foto von dem Drohbrief und das Auto. Dazu schreibe ich, ich weiß, dass du das warst. Du brauchst dich nicht mehr verstecken. Nur, dass du es weißt. Mit mir lasse ich das bestimmt nicht machen. Und du machst mir auch keine Angst. Denn ich habe dein wahres Gesicht in unserer ach so tollen Beziehung sowieso schon gesehen. Du wirst noch sehen, was du davon hast. Dominik kam online und öffnete meine Nachricht. Er schrieb, wovon redest du bitte, Michelle? Ich war das nicht. Das kannst du mir glauben. Ja, bestimmt kann ich ihm das glauben. So wie er mich belogen, betrogen hatte, mir seine Affären verschwieg und mich am Ende als Verrückte darstellt. Nein, diesmal nicht. Ich ging mit dem Brief und den Beweisfotos zur Polizei, erzählte ihnen, dass ich bedroht werde und meinen Ex im Verdacht habe. Der Polizist nahm die Beweisstücke mit zur weiteren Untersuchung und ich wurde nach Hause geschickt. Nach einiger Zeit bekam ich dann einen Anruf der Polizei. Nun, es ist so, dass unser Labor den Drohbrief auf mögliche Spuren des Täters überprüft hat. Und dabei wurde ein Haar gefunden, von welchem wir eine Probe entnommen haben. Die zugehörige Person des Haares, die dabei identifiziert wurde, heißt Dominik Weierbach. Das ist er! Das ist mein Ex! Dominik Weierbach! Das ist mein Ex! Ich fasse es nicht, schrie ich. Ruhig. Beruhigen Sie sich, Frau Jung. Die Beweislage ist zwar stark, jedoch bis jetzt nicht ausreichend, dass wir Herrn Weierbach als Täter festmachen können. Er gilt dennoch als hochgradig verdächtig und wird auch umgehend von uns kontaktiert. Wir melden uns bei Ihnen, wenn es denn zu einem Gerichtsverfahren kommen sollte. Wie ich das einschätzen kann, stehen die Chancen dabei sehr gut. Machen Sie sich keine Sorgen, Frau Jung. Bis dahin steht es Ihnen frei, zu Ihrem Schutz ein Kontaktverbot gegen Dominik Weierbach zu beantragen. Vielen Dank, Herr Möller. Ich danke Ihnen. Wer lacht nun zuletzt, Dominik? Hm? Du armes, armes Ding, du tust mir so leid. Du hättest dich nicht wieder bei mir melden sollen, dass du überhaupt den Glauben hattest, ich würde dir verzeihen. Niemals. Du hast mich gebrochen, mein Vertrauen und meine Liebe missbraucht. Oh ja, und jetzt bin ich dran. Rache ist süß, nicht wahr? Das war's leider schon mit der Story. Aber falls du Lust auf mehr hast, dann folg jetzt meiner Playlist auf Spotify, Amazon Music oder Apple Music. Erster Link in der Beschreibung. Ich küsse eure Nachtherzen.